Der Arbeitsmarkt brummt, ist ausgesprochen robust. Wir werden international bewundert für das deutsche Jobwunder. Wir sind auf dem Weg zur Vollbeschäftigung, aber wir müssen noch was tun. Vor allem heißt das für die jungen Menschen, die ganz schlechte Chancen am Arbeitsmarkt haben, jetzt gezielt hingucken, dass sie wirklich an die Hand genommen werden, dass sie ihre Ausbildung schaffen. Für viele Frauen heißt das in Deutschland bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie, mehr Karrierechancen, aber auch flexible Arbeitszeiten. Und für die Älteren heißt das vor allem auch eine bessere Weiterbildung im Beruf, denn wir wollen Arbeit bis 67 mit Leben füllen. Sichere Arbeit bedeutet für mich, dass Menschen Arbeit finden, das ist das Wichtigste, aber es muss auch fair zugehen, sie muss gut bezahlt sein und sie müssen anständige Arbeitsbedingungen haben.